1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, wie immer, einfach anrufen, kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050, faxen unter 0800 220 5051 oder mailen unter domian@wdr.de. So, wer fängt an? Mit wem geht's los? Es geht los mit Jenny und Jenny ist 17 Jahre alt. Hallo, Frau. Yeah. Hallo, Frau Jenny. Nein, ich bin Jenny, hallo. Ja. Und zwar hatte ich das Problem, dass ich, beziehungsweise mein Freund mich vor 4 Monaten circa betrogen hat. Mhm. Und ich daraufhin gesagt habe, ich kann nicht mit dir schlafen, ich kann das einfach nicht. Ich finde das in dem Moment einfach eklig. Und deswegen, weiß ich nicht, müssen wir halt eine offene Beziehung führen. Ja, und darauf ist er halt dann eingegangen. Und dann meinte ich zu ihm aber dann später, dass ich das, glaube ich, nicht so kann, ja, wegen meinen Gefühlen, dass ich damit nicht klarkomme. Ja, ja. Und jetzt möchte er halt diese offene Beziehung. Und er hat jetzt Gefallen dran gefunden? Ja, naja, er selber hat jetzt in der Zeit nicht mit anderen Frauen geschlafen. Aber ihn würde es reizen. Ach so, ohne schlechte... Oder beziehungsweise, dass ich mit anderen Männern schlafe. Ach, das würde ihn reizen? Ja, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe schon. Und was ihn auch reizen würde, ich habe eine gute Freundin. Ja, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Die Jungs, ihn würde es reizen, wenn du mit der besten Freundin, ne? Ja, und wenn er da auch ein bisschen mitmischen würde. Natürlich, natürlich, ja, ja, das alte Lied. Sag mal, Jenny, das ist war vor 4 Monaten, sagst du, ne? Ist das vorgefallen. Wie lange seid ihr überhaupt schon zusammen? Wir sind jetzt knapp ein Jahr zusammen. Ein Jahr erst, Das hast du vorgeschlagen, aber sonderbar finde ich auch diesen Vorschlag, dass man sagt, pass auf, das hat mir so wehgetan oder das ekelt mich an, dass du fremdgegangen bist. Wir führen jetzt eine offene Beziehung. Ja, weil ich in dem Moment nicht mit ihm schlafen konnte und ich hatte halt einfach diese Angst, dass er mich dann wieder hinterrücks betrügt, wenn ich das nicht mitkriege. Ach so, wenn er das offen machen würde, dann wäre es nicht so schlimm für dich? Naja, es wäre schon eklig für mich, das zu wissen, dass er mit anderen Frauen was gemacht hat. Deswegen, ich frage mich, was für einen Vorteil das hat, wenn man sagt, wir führen jetzt eine offene Beziehung. Ja, für mich hat es keinerlei Vorteile eigentlich, aber irgendwie musste ich ja in dem Moment irgendwie mit der Situation umgehen. Und da, in dem Moment habe ich ihm natürlich die taffe Frau vorgespielt und ihm gesagt, mach doch, was du willst. Ich wollte gerade sagen, da hast du aber einen sehr seltsamen Vorschlag gemacht. Ja, ne? Ja. Das war irgendwie ein Schuss nach hinten, ne? Irgendwie. Ja. Irgendwie schon. Und jetzt... Habt ihr denn jetzt in den letzten 4 Monaten, habt ihr da keinen Sex gehabt? Doch. Also wir haben jetzt wieder regelmäßiger Sex, sogar fast täglich. Ach so. Aber es ist halt einfach so, er würde das halt echt gerne, dass ich nach Hause komme und ihm erzähle, ich hatte heute Spaß mit einem anderen. Wie alt ist er? Er ist jetzt 21. 21. Ja. Für dich ist das jetzt aber so eine Sache, das ist damals rausgerutscht, von wegen offene Beziehung, eigentlich so von deinem Herz her und von deinen Gefühlen her ist es nicht dein Ding und du möchtest es nicht, ne? So habe ich es verstanden. Weil deswegen schon mal, also ich hatte sowas schon mal und da ist die Beziehung ganz schön böse dran zerbrochen, also wir sind auch echt im Krieg auseinander, ja, und das möchte ich halt einfach nicht und meine Angst ist halt echt, weil ich kenne das von mir, beim Sex verliebt man sich manchmal. Ja, das ist einfach so. Kann passieren. Kann natürlich so auch passieren, aber beim Sex... Ja, natürlich, beim Sex ist es noch was anderes. Und Wie würdest du das denn einschätzen, welche Gefühle er für dich hat? Ist das wirklich eine tiefe Liebe? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich sehr liebt. Also das sagt er mir auch und das zeigt er mir auch in dem, was er macht, in dem, was er mir sagt und so. Dann, Jenny, finde ich es eigentlich doch gar nicht so problematisch. Dann sagst du ganz offen und so wie du es bei mir gerade hier auch gesagt hast, hey, ich habe mich damals vertan. Ich habe da die große Macho-Frau raushängen lassen. Ich bin es aber nicht. Ich möchte, dass wir beide ganz alleine zusammen sind und anders kann ich das nicht. Ja, schon, aber das Ding ist jetzt auch einfach mal, er hat jetzt 2 Kumpels, also 2 Männer kennengelernt und er meinte, also den einen kenne ich auch und da meinte ich, ja, der sieht ja nett aus. Und ich habe auch einen bestimmten Mann im Kopf, wo ich
eine Zeit lang gesagt habe, oh, mit dem würde ich echt gerne mal schlafen, das ist echt ein Traummann. Ja. Aber wenn die Situation jetzt eintreffen würde, würde ich es nicht machen, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, weil dann meine ganzen Illusionen, meine ganzen Träume, wie der Rest sein könnte, wechseln. Ja, finde ich ein Wort. Was interessiert dich dein Geschwätz von gestern? Es ist entscheidend, was du jetzt so sagst und was du jetzt fühlst und was Sache ist gefühlsmäßig bei dir. Und das musst du ihm klar machen. Und wenn der dich wirklich so liebt, wie du es gerade gesagt hast, bin ich sicher, dass er darauf eingehen wird. Natürlich ist das verlockend. Erstmal die Überlegung, komm, wir machen es offen. Und wenn beide richtig damit einverstanden sind, ist das ja auch durchaus ein denkbares Modell. Aber nur, wenn beide hundertprozentig einverstanden sind. Wenn auch nur ein Teil so ein bisschen schwankt und du schwankst nicht nur ein bisschen, du bist ja klar entschieden, dass du es nicht möchtest. Dann, nee, von meiner Seite aus so, nicht. Dann funktioniert das nicht. Dann musst du ihm das wirklich knallhart klar machen. Und ich bin sicher, dass ihr auch eine Chance habt, für eure Beziehung nochmal aus dem Pötten zu kommen, wenn der dich so gerne. Wir sind jetzt verlobt und eigentlich wollten wir nächstes Jahr wirklich heiraten. Nee. Also da sind jetzt auch Kinderpläne. Ach, das Jenny. Das ist schon echt was Ernstes, doch. Ja, aber mal langsam, du bist 17, stimmt, ne? Ja, naja, ich bin 17, aber wenn man mich jetzt richtig kennt, dann denkt man nicht, dass ich 17 bin. Ist egal, aber lass dir doch ein bisschen Zeit, Mensch. Dieses frühe Heiraten und mit dem frühen Kinderkriegen. Lass dir Zeit, lernt euch kennen, tobt euch aus, macht gute Sachen. Und wenn du mit 425 ein Kind kriegst, ist auch noch dicke früh genug. Ha? Also diese ganzen frühen Bindungen, richtig festen Bindungen mit Heiraten und Kinderkriegen, bin ich immer eher ein bisschen skeptisch. Ich finde es immer gut, wenn die Leute sich Zeit lassen. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ne? Hallo? Jetzt hat Jenny vor Schreck aufgelegt oder ist weg. Hallo? Jenny ist weg. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt einen Fehler im Computer hier haben. Jenny, hallo? Ich hoffe, dass wir ganz normal weitermachen können. Und spreche jetzt ganz einfach mal Richard an, 39, hallo. Ja, hallo Domian. Er ist da, Gott sei Dank. Bei Jenny ist vielleicht irgendwas ausgegangen. Aber wir waren ja auch insoweit fertig. Richard, kleinen Moment noch. Jenny, falls du uns jetzt übers Fernsehen oder das Radio noch sehen, hören solltest, also mach das, was du möchtest, sag es deinem Freund und ich glaube, so wie du es geschildert hast, wird das auch bei euch dann funktionieren. Alles Gute. So, jetzt aber zu Richard, der ist 39. Hallo Richard. Hallo Domian, erstmal nett eine Sendung, dass es dich gibt. Dankeschön. Und dass die Leute so ein bisschen ihre Sorgen und Kummer bei dir loswerden. Ja. So wie meine Wenigkeit. Und das Thema mache ich heute Abend zum Thema, ja, würde ich sagen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du auf einer Autobahn stehst, oder? Ich bin auf der Arbeit. Ach so, an einer Straße irgendwo. An einer Straße, ja. Aber ist gleich Ruhe. Ja. Also mein Thema heute Abend wäre bei mir in dem Moment Ehestreit. Ehestreit. Ehestreit, ja. Und in einer Art Form, zum Beispiel die Herrlichkeit der Frau zu besitzen, die mit ihrer Waffe spielt, zum Beispiel. Das habe ich kein Wort verstanden. Also es geht um das Thema Ehestreit. Ja. Das betrifft dich, deine Ehe. Richtig. Ja, und was ist da los? Zum Beispiel, die Waffe der Frau da rauszulassen, den Sex zum Beispiel ganz wegzulassen. Ach so, die Waffe der Frau. Und dadurch Druck auf dich auszuüben. Richtig, zum Beispiel. Also sie hat keinen Bock, also sie sagt, sie hat keinen Bock auf Sex und hat dich dadurch in der Hand, mehr oder weniger. Ja. Hm. Wie lange seid ihr verheiratet? Jetzt 3 Jahre. Ja. Und seit wann geht das jetzt? Du hast es gerade gesagt, mit dem halben Jahr? Seit circa einem halben Jahr, zwischenzeitlich auch mal. Bloß dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich irgendwie mal richtig Lust hatte dazu. Ja. Dann hat sie das auch echt ausgelebt und hat ihr auch Spaß gemacht, jetzt im Nachhinein. Also du unterstellst ihr, dass sie durchaus Lust hat, aber sie macht es nicht, um dir zu schaden, um dir eins auszuwischen. Warum? Was treibt sie an? Was ist das Hauptproblem? Das kann ich echt nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Habt ihr denn so viel Streitereien in der Ehe? Läuft es an einigen Sachen wirklich nicht gut? Eigentlich so im Nachhinein an sehr vielen Sachen. Also was sich rauskristallisiert hat für mich eigentlich ist einmal, dass sie eine Profilierungsneurose hat in einer Art und Form, dass sie sich bei jedem Gott und die Welt profilieren möchte. Mhm. Oder eben halt auch eine sehr, sehr starke Eifersucht hat. Ah ja. Und ist die Eifersucht begründet? Eigentlich nicht. Nee, was heißt also eigentlich? Von mir aus nicht, nein. Eigentlich heißt immer so eine Einschränkung. Die Einschränkung besteht eigentlich nur darin, dass ich aufgrund einer beruflichen Situation halt mit sehr viel Publikum, auch weiblichem Publikum zu tun hatte. Ja. Und, aber da läuft nichts. Da läuft nichts. Da ist auch noch nie was gelaufen, solange du mit deiner Frau zusammen bist. Richtig. Definitiv nicht. Unter uns beiden jetzt, ganz ehrlich. Ja,
ganz ehrlich, ja. Ganz ehrlich. Mhm. Aber sie macht das wibbelig und sie weiß, der Richard hat da mit tollen Frauen zu tun und da wird sie stinkig. Richtig, genau. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja, einen zweijährigen Sohn. Einen zweijährigen Sohn. Mhm. Also Eifersucht ist natürlich eine schlimme Sache, wenn die nicht begründet ist. Und da kann man einen Partner wahnsinnig mitmachen. Da kann man sogar eine Beziehung kaputt mitmachen, wenn man es übertreibt. Sag noch ein anderes Beispiel. Du hast gesagt, Profilierungssucht gibt. Sag es noch ein bisschen konkreter, damit ich es verstehe. Sie bringt sich überall in den Freundeskreis ein, sehr stark. Und dreht Streitereien, die wir haben, halt teilweise um, dass das alles auf das Negative auf mich bezogen ist. Mhm. Und da dann also halt die Freunde sich von mir distanzieren. Ach so, das heißt, sie spricht im Freundeskreis sogar schlecht über dich unter Umständen. Ja, auch, ja. Oder in der Familie, dass sie dann eben halt sagt, und sie möchte sich ganz gerne von mir trennen oder er muss ausziehen, aber ich möchte den Kontakt zu euch nicht verlieren. Mhm. Und das versucht sie dann auch in der Familie die ganze Zeit beizutreten. Aber wenn man so schon über den Partner, über den Menschen, den man eigentlich am meisten liebt, redet, da ist aber nicht mehr viel Liebe, oder? Das weiß ich nicht. Mal sagt sie es, mal glaube ich sie auch. Also es ist, die Gefühle schwanken einfach hin und her. Mhm. Ist es denn auch so, dass so bei kleinen Alltagsstreitereien, die in jeder Beziehung, in jeder Ehe vorkommen, dass sie da auch so die Waffe Sex rausholt und sagt und letztendlich dann nicht mit dir schläft? Im Nachhinein muss ich dir sagen, mache ich mir eigentlich schon gar keine Gedanken mehr drum, weil ich mich da eigentlich an die ganze Situation so lange gewöhnt habe. Mhm. Aber die Situation ist doch eigentlich, du hast sie jetzt nur in ein paar Minuten geschildert, Richard, aber so wie du sie geschildert hast, eigentlich sehr frustrierend, ne? Ja, für mich also in vielen Situationen, ja, richtig. Und macht dich die Situation auch wütend auf deine Frau? Ja. Ja. Das ist eine Sache, da wollte ich eigentlich schon gar nicht mit raus, aber letztes Wochenende ist folgende Situation vorgefallen, dass also der Streit so groß war, dass ich also eine Waffe, mit der sie mich immer sehr getroffen hatte, halt eben alles, was du machst, interessiert mich nicht, sei es beruflich oder wie auch immer, wo sonst irgendein Ehepartner wahrscheinlich auch im Berufsleben ein Gespräch anfängt, mich da schon ganz mit gekitzelt hatte. Und als sie mir was sagen wollte, habe ich sie dann mit dem gleichen Spruch getroffen. Und also alles, was du beruflich machst, interessiert mich überhaupt nicht, lass mich damit in Ruhe. Hast du ihr dann auch zurückgegeben? Richtig, genau. Ja. Und der Satz war wohl in dem Moment total verkehrt, weil wir uns auch vorher ein wenig gestritten hatten. Mhm. Und daraufhin hat sie mir dann eine gefenstert. Oh, zum ersten Mal in eurer Beziehung? Nein. Ach, die junge Dame schlägt also gerne mal ihren Ehemann. Ja. Wohin und wie schlägt sie? Sie versucht immer, ja, eigentlich den Kopf zu treffen. Mit der Hand? Mit der Hand, ja. Mit der bloßen Hand oder mit Gegenständen? Nur mit, ja, eigentlich mit körperlicher Gewalt. Ja. Und du? Du stehst dann da und kriegst eine gescheuert. Wie reagierst du? Früher versuche ich die ganzen Anschläge eigentlich abzuwehren, also in einer Form, dass ich sie versucht habe festzuhalten. Ja. Also nicht in Würgegriff, aber versucht sie also irgendwie... ich verstehe, die Hände, die Arme irgendwie festzuhalten. Ja, genau, ja. Griff zu kriegen. Ja. Habe sie dann auch zum Boden gedrückt, aber ich habe sie nicht irgendwie verbal geschlagen oder so. Dann gab es, das ging nachher so weit, dass ich also ich selber das Gefühl hatte, dass ich so down war, dass mir das schon scheißegal war, dass ich das also irgendwie alles gefressen habe. Ich habe sie dabei nur noch angeguckt. Mhm. Und letztes Wochenende war vorbei. Da kam bei mir ein Punkt an, da ist also die ganze Wut, alles, was sich in mir aufgestaut hatte, man möchte es aber bitte nicht falsch verstehen, nur weil ich keinen Sex bekomme, sondern ja, einfach alles, was in dem Moment so in den ganzen Jahren sich aufgestaut hatte, ist in dem Moment rausgekommen. Und dann weiß ich nicht mehr. Also ich habe in dem Moment einen totalen Blackout gehabt. Und das heißt, du hast sie auch geschlagen? Ich habe sie zurückgeschlagen, ja, aber ich weiß nicht, wie es jetzt zustande gekommen ist. Ich habe versucht, es mir auch in den letzten Wochen irgendwie auseinanderzug zu klabüstern. Aber das war letztes Wochenende, ne? Ja. Habt ihr seitdem schon miteinander gesprochen? Ja. Ja. Hat sie dir irgendwas Besonderes vorgeworfen oder ist es alles wie immer? Nee, hat sie nicht. Mhm. Also, Richard, das, was du jetzt geschildert hast, ne, sagt mir aber wirklich, da ist aber alles kaputt. Oder da ist alles in der Schieflage. Mhm. Da ist aber nichts mehr an guter Ehebeziehung oder an Vertrauen, an Harmonie. Sind zwei Leute, die sich wirklich bekriegen. Und das eskaliert sogar jetzt dahin, dass die sich da die Köpfe einhauen. Ja. Eigentlich solltest du diesen Vorfall als ganz großen Warnschuss sehen, auch für dich, irgendeine Konsequenz zu ziehen. Was ist denn dein Gefühl für die Frau noch? Noch
so verrückt sich anhört, ich liebe sie. Was liebst du denn an ihr? Bisher hast du mir, wir unterhalten uns 7 Minuten, du hast mir eigentlich nur negative Dinge mitgeschildert. Ja, ich meine, ich bin ja nun auch kein positiver Mensch. Ich weiß auch, dass ich eben halt meine schrägen Lagen habe, aber sie hat ein nettes Wesen, sie kann lieb sein. Sie hat also auch alle Vorzüge, die eigentlich sonst eine Frau, die es gut meint, eigentlich auch sein kann. Also, du denkst, da ist ein guter Kern, da ist eine gute Sache. Aber du bist ein guter Kern ist da. Ja. Also, und du siehst aber auch sehr viel Schuld auf deiner Seite, dass du auch dazu beigetragen hast, dass das so eskaliert ist. Richtig, ja. Und so ist dann der Zustand. Da sind noch Gefühle und du sagst, ich bin auch mit Schuld an allem. Ja, so, das ist nun wiederum die optimale Voraussetzung, dass man sich eine dritte Person holt, die euch auseinanderfusselt. Könntest du dir das für dich vorstellen, zu einer Eheberatung zu gehen? Du. Ja, also nachrein, also wenn ich jetzt mal meinen, in Anführungsstrichen, letzten 20, 15, 20 Jahre Revue passieren lasse, was ich an Beziehungen hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, also würde das wahrscheinlich wohl darauf hinauslaufen. Würde sie das denn auch mitmachen, wie du sie einschätzt? Sie sagt ja, ich möchte sie also. Ach, ihr habt schon drüber gesprochen. Gesprochen, ja, haben wir schon öfters, aber man, so wie das gestern schon bei einem im Gespräch bei dir vorgekommen ist in der Sendung, dass du sagst, man kann keinen Menschen dazu zwingen. Mhm. Das muss ein Mensch schon selber von sich aus wollen. Also, aber in diesem Fall, Richard, sage ich das wirklich mit ganz voller Überzeugung. Da ist irgendwie, sind da noch Gefühle da, vielleicht sogar große Gefühle. Also, es könnte sich durchaus lohnen, da sich jetzt mal richtig reinzuknien. Tut etwas, geht irgendwo hin. Lasst euch zumindest, nehmt die Chance wahr, dass jemand euch eventuell helfen kann. Wenn sie nicht direkt mitkommt, dann geh alleine hin. Das ist auch schon sehr hilfreich für dich. Wir unterhalten uns ja jetzt hier auch schon, ist ja auch so ein erster Schritt. Ja. Aber lass es nicht so weiterlaufen. Ich appelliere jetzt auch an dich. Irgendwann passiert vielleicht etwas, wo du völlig durchknallst. Du sagst ja jetzt schon, dass du einen Blackout hattest. Vielleicht rastest du dann so aus, dass du irgendetwas ihr antust, wofür du dich sehr, sehr, sehr schämst irgendwann oder ein sehr schwerwiegendes Gewissen hast. Unternimm was, mach was. Ja, das habe ich ja jetzt schon gehabt. Ja. Sollen wir dich noch mit ein paar Adressen versorgen? Das wäre sehr nett. Dann machen wir das auch. Dann legst du auf und wir rufen dich jetzt sofort an. Dankeschön. Alles Gute. Domian, danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, heute eine freie Themennacht. Morgen haben wir wieder ein Thema. Morgen heißt unser Thema schockierende Entdeckungen. Da möchte ich ja gerne mit euch reden über Dinge, die ihr entdeckt habt, Gegenstände entdeckt habt oder Wahrheiten entdeckt habt, Menschen entdeckt habt, in einer Situation, wie ihr euch vielleicht nie vorhättet stellen können und euch sehr geschockt hat. Schockierende Entdeckungen, das ist unser Thema morgen Nacht. Und hier ist, wie sagt man es, Mayaka? Hallo? Mayaka, ist das richtig ausgesprochen? Mayaka, ja. Mayaka? Ja. Was ist das für ein Name? Keine Ahnung. Den hat mir meine Mutter gegeben. Das klingt so, ja, so südamerikanisch oder sowas. Möglich, keine Ahnung, wo der herkommt. Mayaka. 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 Genau. So, Mayaka, über was unterhalten wir beide uns? Ich denke andauernd an Sex. So, wer nicht? Aber ein bisschen mehr bei dir noch, oder? Ja, ich denke ständig an Sex mit meinem Freund. Ach, du hast einen Freund? Ja, ich habe einen Freund seit 6 Monaten und ich habe eine Fernbeziehung. Und aber nicht beides, also der Freund wohnt der Freund, mit dem du 6 Monate zusammen bist, wohnt weit weg. Genau. Ja. Mhm. Und wie oft seht ihr euch? Ja, jede 2-3 Wochen. Ist natürlich wenig, ne? Ja. Ja. Und dann vermute ich mal, dass ihr ja gar keine Zeit habt, spazieren zu gehen, ins Kino zu gehen, dann verbringt ihr die Zeit immer im Bett, oder? Nee, also wir bleiben dann immer bei ihm zum Beispiel eine Woche oder er bei mir eine Woche und dann machen wir schon was aus der Zeit. Ach so, ihr seht euch alle 2-3 Wochen, aber dann... Eine ganze Woche. Ach so, das ist ja ganz okay. Ich dachte immer dann nur ein Wochenende. Nee. Ja. So, jetzt beschreib das mal ein bisschen näher. Du sagst, ich denke nur an Sex. Ja. Beschreib's ein bisschen näher, was da so in dir abgeht. Ja, also egal, wo ich hingehe, wenn ich Pärchen sehe oder sonst was, dann denke ich an den Sex mit ihm. Mhm. Oder auch so beim Shoppen oder wenn ich jetzt so Hefte sehe mit Pärchen drin, da geht schon wieder bei mir los. Ja. Und eines Mal, da war es sehr extrem, da war ich shoppen
Und da habe ich mir Unterwäsche gekauft und während den habe ich mich dann selbst befriedigt. In der Umkleidekabine quasi? Ja. Ja. Hat aber niemand mitbekommen? Nein, hat keiner mitbekommen. Nee. Wäre dann ein bisschen peinlich gewesen, ne? Ja. Wenn der Verkäufer, obwohl man muss ja vorsichtig sein heutzutage, es gibt ja in diesen Umkleidekabinen auch so Kameras. Manchmal, ja, ne? Aber da war sicherlich keine drin. Da war keine drin, ja. Nein. Aber du denkst, wenn du so auf Sextrippe bist in Gedanken, immer an deinen Freund, nicht an andere Männer. Nee, nur an meinen Freund. Das ist ja auch schon mal gut. Mhm. Mhm. Kommt das vor, dass du dann wirklich sehr oft onanierst? Ja. Ja. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, wenn ihr euch so selten seht. Wie ist es denn bei ihm? Erzählt er auch etwas darüber? Ich habe ihn mal gefragt. Er hat gemeint, er befriedigt sich auch selbst. Ja. Aber ob es so extrem ist, hat er nicht gesagt. Ja. Nein. Ist das deine erste festere Beziehung oder hattest du vorher auch schon mal eine längere Zeit einen Freund? Davor hatte ich schon mal 3 Freunde. Mhm. Also halt schon auch länger. Aber es war niemals so extrem wie bei ihm. Ja. Das heißt, du findest ihn sehr anziehend und sehr, sehr erotisch offensichtlich. Mhm. Ja. Und wenn ihr dann sexuell zusammen seid, ist das für dich dann auch immer eine tolle, tolle Sache? Ja. Ja, rundherum für dich befriedigend und schön? Absolut, ja. Ja, also im Prinzip kann man sagen, das Beste, was dir bisher passiert ist in Sachen Sex. Genau, kann man sagen. Eigentlich ist das ja eine tolle Sache, Majaka, dass du einen Freund hast, den du so begehrst. Ja, schon, aber ich meine, dass es schon so da aussieht, dass ich in Umkleidekabine Ach Gott, ja. Gott, was meinst du, wo die Menschen überall sich selbst befriedigen? Wir wollen gar nicht genau darüber nachdenken. Ich glaube, es gibt keinen Ort dieser Welt, wo das nicht schon passiert ist. Ja. Eher sind die Jungs ja so drauf, dass die Mädels das machen, hört man seltener, sagen wir es so. Man hört selten, aber ich denke nicht, dass es umgekehrt genauso ist. Ja. Wenn dein Freund dann da ist, ist es dann auch so, dass du hast gerade gesagt, naja gut, wir machen auch noch andere Sachen miteinander, aber ist es da auch so, dass du im Prinzip eigentlich gar nichts anderes machen möchtest, sondern nur Sex, 3, 4, 5 Mal am Tag? Nee, das ist nicht so. Das ist nicht so. Dann auch gerne ins Kino oder kuscheln einfach nur. Ja. Und wenn wir dann halt wollen, dann kommt es halt so. Ja. Aber das ist nicht so, dass wir jedes Mal Sex haben oder... Ja, auch nicht unbedingt dann jeden Tag Sex habt. Nee, überhaupt nicht. Ja, also das ist schon eine beruhigende Aussage. Das sagt mir, dass du überhaupt gar nicht irgendwie sexsüchtig bist oder so, gibt es ja auch. Mhm. Ich glaube ganz einfach, dass du irrsinnig verliebt bist, verknallt bist, deinen Freund irrsinnig begehrst und das Ganze läuft erst 6 Monate und, ne, 6 Monate, sagtest du? Mhm. Ja, und ihr seid auch noch so weit voneinander getrennt. Ich glaube, das ist alles noch im normalen Rahmen. Ich finde es gar nicht bedenklich. Ich finde es toll, freudig, dass es so ist. Ich habe nur gedacht, weil ich halt so oft und überall dran denke, dass da irgendwie nichts... Nein, es ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich glaube, das andere Extrem wäre viel schlimmer, wenn du gar nicht auch in erotischer Hinsicht an ihn denken würdest. Ich glaube, das ist wunderbar so. Ach so. Und wenn ihr miteinander telefoniert, ist dann das Thema Sex auch ein Thema? Ja, Telefonsex hatten wir auch schon. Auch schon? Ja. Ja, da kann man sich auch ein bisschen behelfen, ne? Wenn man so weit auseinander wohnt. Ja, schon, aber die Telefonrechnung ist auch... Ja, das stimmt. War dir das peinlich, zum ersten Mal mit deinem Freund Telefonsex zu machen? Nee, gar nicht. Also ihr habt dann ein sehr offenes Verhältnis und da gibt es keine Tabus. Genau. Ja. Ach super, ich finde es alles toll, Majaka. Das freut mich. Kein Grund zur Sorge, freu dich, dass du so einen tollen Typ hast. Das beruhigt mich jetzt. Ja, und wann siehst du ihn jetzt wieder? Wann ist das? Entweder Samstag oder ein paar Wochen später. Also entweder diesen Samstag oder etwas später dann? Ja, genau. Ich finde es okay und gratuliere zu der tollen Beziehung, Majaka. Vielen Dank. Alles Gute. Grüß ihn herzlich von mir. Mache ich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Heute Freitemennacht und morgen heißt unser Thema schockierende Entdeckungen. Was alles habt ihr in eurem Leben schon mal entdeckt? Oder habt ihr schon mal etwas entdeckt in eurem Leben, was euch wirklich nachhaltig schockiert habt, worüber ihr kaum hinwegkommt, was ihr immer... vor Augen habt, vielleicht ein Bild oder eine Erinnerung, eine bestimmte Erinnerung, vielleicht seid ihr eurem Partner auf die Schliche gekommen, dass er schon sehr lange eine geheime Beziehung hat, das ist ja auch eine schockierende Entdeckung oder vielleicht habt ihr einen Angehörigen in einer traurigen Situation vorgefunden, wie auch immer, also schockierende Entdeckungen heißt das Thema morgen. Hier ist Katrin und die ist 28, hallo. Hallo, hallo, hallo Katrin. Weswegen hast du angerufen? Ich habe eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Mhm.
habe ich zum Anfang, fing Anfang Januar an, lief alles ganz super toll, sage ich mal, weil ich muss dazu sagen, er sieht sehr, sehr gut aus, weil ich leider nicht den Maß 90, 60, 90 entspreche und dann hat man natürlich mal ein bisschen mehr Probleme, jemanden zu finden, sage ich. Also ein bisschen molliger, oder was? Ja, sozusagen. Ja. Und das ist natürlich nicht so einfach. Darf ich fragen, sehr mollig oder einfach nur ein bisschen mehr als normal? Ein bisschen mehr als mollig. Ach, wie viel Kilo, sagst du mir? Ja, okay, das verrate ich leider nicht. Nicht böse sein. Na, okay. Ein bisschen molliger reicht auch aus. Ja, richtig. Ja. Wie alt ist er? Er ist 32. 32, okay. Seit Januar läuft das? Seit Januar läuft es, richtig. Erzähl mal weiter. Wie bitte? Erzähl mal weiter. Achso, ich habe, wie gesagt, seit Januar läuft es halt und er geht auch ein hohes Risiko ein. Er nimmt mich zu sich mit nach Hause halt, wenn seine Frau nicht da ist. Er hat einen Sohn, der ist 17 Monate alt. Ja. Und den kenne ich auch schon und es ist alles ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig, riskant, sage ich mal. Ja. Und von Anfang an lief es halt sehr harmonisch ab, wir haben uns gut verstanden, sehr gut, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann ist es in eine Schiene abgedriftet halt, dass er, sage ich jetzt mal, für mich selber, aber ich will es mir nicht eingestehen, mich finanziell, sage ich mal, ausnimmt, ganz einfach. Ach, er dich? Ja, er mich, sage ich mal. Inwiefern? Ja, das heißt, wenn wir irgendwie essen gehen, oh, ich habe mein Portemonnaie vergessen oder wir waren letztes Mal in der Diskothek gewesen, ja, kannst du mir nochmal aushelfen mit dem Tanken oder irgendwie kann ja mal passieren. Ja, natürlich, da bin ich auch die Letzte, die irgendwie sagt, ich... Aber es ist für dich schon auffällig, dass das doch immer wieder vorkommt, diese Zufälle. Ja, und so eine Kleinigkeit war es gewesen halt. Und irgendwann wurden es ein größere, so, wo ich dann auch ins Stocken gekommen bin, ich so, wie kann das sein? Und er hat einen Unfall gehabt an seinem Auto und seine Frau meinte, das Auto lassen wir so lange stehen, bis wir das Geld haben, weil die gerade umgezogen sind. Und er meinte, nein, das muss repariert werden, er braucht halt ein Auto zum Fahren, sagte er. Ja. Und dann meinte er, ob ich ihn halt 1500 Euro leihen könnte. Und ich so viel Geld habe ich auch nicht, das kann ich auch nicht machen, das geht irgendwo auch nicht. Und seine Frau dürfte es nicht mitbekommen und immer dieser Druck halt. Also immer, wenn wir täglich telefonieren, ja, mir drehen sie den Hals um, was soll ich machen, das Autohaus. Und er war direkt im Autohaus mit dem Wagen. Ist dieses Autohaus, ist das immer noch Thema im Moment, bis heute? Wie bitte? Dieses Thema Auto und Reparatur, ist ja, das... Ja, immer noch. Also ich habe ihm jetzt mehrfach schon Geld zugesteckt, also sage ich jetzt mal. Also insgesamt auch schon fast, also 600 Euro. Jetzt letztes Mal fürs Auto auch nochmal 300 Euro und es... Hört sich aber nicht gut an, Katrin. Nee, natürlich nicht. Nur ich bin halt ein lieber netter Mensch, sage ich mal. Der hilft gerne Leuten. Aber ich merke selber, und meine Freunde sagen auch, es ist Ausnehmen. Aber ich komme von dieser Person einfach nicht los. Was macht er denn vom Beruf? Er ist Vertreter. Kannst du es so überschätzen, ob er ein ganz gutes Gehalt hat oder ob er Schulden hat oder was? Das weiß ich nicht. Also ein gutes Gehalt denke ich mal schon auf jeden Fall als Vertreter im Außendienst. Und aber wie gesagt, meine Frau arbeitet zurzeit nicht. Sie ist ja zu Hause mit dem Kleinen halt. Und ich weiß es halt nicht. Es könnte ja sein, war gerade mein erster Gedanke, das ist ein Geizkragen. Das ist ein Geizkragen, der lässt sich einladen und der lässt sich in der Disco auch aushalten. Aber jetzt bin ich stutzig geworden, als du das erzählt hast mit dem Auto. Das klingt schon so nach Ausnehmen. Ist es auf jeden Fall, denke ich auch. Bist du denn finanziell so einigermaßen gut gestellt? Hast du einen guten Job? Ich habe einen normalen Job, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ja. Und nebenbei arbeite ich auch noch und ich kann gut leben. Aber seitdem ich mit ihm Kontakt habe, kann ich mich also nicht einbuddeln, aber, ne? Ja. Wie oft seht ihr euch? Sehen fast jeden Tag mittlerweile, weil wir mittlerweile ein anderes Problem dazu gekommen ist, wo ich ihn jetzt auf eine andere Schiene kennengelernt habe halt, weil ich leider durch einen Unfall schwanger geworden bin leider. Und jetzt macht er halt nur noch Terror halt. Also er ist nett und lieb halt und wenn ich mich mal nicht melde, dann macht er richtig Druck. Du bist von ihm schwanger? Ja, leider. Und mein Tabuthema war immer, also ich möchte keine Kinder haben und also ich habe zwecks auch Terminvereinbarungen schon und alles, nur ich schwank halt hin und her, aber es steht für mich selber die Entscheidung, dass ich sage, nein. Komplett, weil mein beruflicher Werdegang, sage ich mir, ist mir wichtiger halt. Also nein zu dem Kind. Ist richtig. Teilweise schwank ich so gefühlsmäßig halt noch und dann macht er halt dermaßen Druck, wo ich ihn auf einer anderen Schiene kennenlerne, von wegen, er kennt Leute und also ist schon... Er macht Druck, dass du das Kind bekommen sollst? Nein, dass ich es nicht kriegen soll. Ach, das ist nicht genau. Aber im Prinzip ist es doch auch deine Überzeugung, ja, natürlich, klar, aber er setzt mich dermaßen unter Druck, wo ich jetzt auch teilweise nicht mehr weiß, wie ich darauf reagieren soll und wie ich damit umgehen soll, dass ich teilweise echt vor dieser Person Angst habe, ne? Ja, Katrin, wenn du sowas erzählst, wenn du sowas erlebst mit dem, bis hin zu dieser Geschichte jetzt, die gerade noch rausgekommen ist, macht dir das ihn denn nicht unsympathischer? Ja, natürlich. Ich habe mittlerweile... Finde ich schon, ne? Am Anfang waren da ziemlich, ziemlich viele Gefühle auch noch mit drin. Aber ich weiß es echt nicht. Also, was mich an ihm hält, unter anderem, sage ich mal ganz offen ehrlich, ist also A, der Sex. Ja. B, weil... Ich sag mal, wir unternehmen privat auch was. Es ist jetzt nicht, dass er sich für mich irgendwie für die Optik schämt oder so oder sonstiges. Er geht auch mit mir weg oder so. Ist das auch so ein Ding, wenn du sagst, ich bin halt mollig, ich habe bisher nicht so tollen Erfolg bei Männern gehabt und da ist ein, der sieht gut aus, ne, sagst du? Ja. Ja.
dass man dann auch noch ein bisschen, sag ich mal, ja, ein bisschen bestechlich ist vielleicht. Das ja, unter anderem auch. Also ich meine, ich bin, wie gesagt, eigentlich ein normaler Typ, der eigentlich immer sehr nett und lieb ist, sage ich mal. Ja. Also ich helfe ziemlich vielen Leuten halt, wenn irgendwas ist. Ja. Und ich bin die Letzte, die irgendwo zu Nein sagt. Nur irgendwo sind noch Grenzen erreicht. Nur ich kriege vielleicht mit die Kurve nicht. Ich wollte es heute mit ihm auch beenden. Also ich wollte es Ostermontag schon mit ihm beenden. Habe gesagt, du, hier, hör zu. Mhm. Ich will mein Leben leben. Es bringt einfach nichts. Immerhin bist du soweit. Wie bitte? Ich sage, immerhin bist du soweit schon. Ja, aber dann 10 Minuten später haben wir wieder miteinander telefoniert, hat er dann angerufen. Okay, und, okay, ja. Aber immerhin, wenn man schon so weit ist, auch wenn man das dann nicht direkt schafft, das sagt auch schon wieder sehr viel aus über den letztendlich inneren, über die innere Situation, über den inneren Gefühlszustand ja. Zu der Person. Würdest du sagen, dass du in der Anfangszeit, in den ersten Wochen richtig verknallt in den warst? Richtig verliebt in den warst? Oder war es doch ja, mehr so doch die. Schon. Ja, oder war es für ihn auch so etwas oder war es für ihn mehr so die Sex? Ich denke mal nur Sex. Also ich denke mal, aber wie gesagt, es muss schon, denke ich mal, irgendwo mehr gewesen sein, wenn er mich sogar schon zu sich mit nach Hause nimmt. Heißt gar nicht. Nee, das heißt nichts. Das heißt nichts. Das ist Dreistigkeit und vielleicht auch Dummheit von ihm. Ja, okay, aber ich könnte ihn jederzeit auflaufen lassen. Ja, das schon. Ja. Aber das, ich würde sagen, daraus kann man noch nicht unbedingt interpretieren, was er in deinem Herzen für dich fühlt. Das können viele, viele andere Sachen sein. Mensch, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du eh schon auf dieser Schiene bist, das beenden zu wollen, möchte ich dich nur ermutigen, das zu tun, Katrin. Das Beste, ne? Ja, aber wirklich. Das, was du geschildert hast, klingt mies. Die ganze Sache ist noch relativ frisch, das ist eine Chance. Man kommt aus frischeren Sachen immer besser raus, als wenn man so lange in irgendwas drin hängt. Und das jetzt auch noch mit dem Druck ausüben, was du erzählt hast, und vor allem mit dem Geld, das finde ich so mies. Das ist auch echt ein bisschen... Wenn du innerlich so weit bist, dann mach den Versuch nochmal oder mach ihn noch ein drittes Mal. Beim vierten oder fünften Mal schaffst du es. Das ist richtig. Ja. Ich habe es ja heute auch wieder versucht. Ich habe gesagt, hör zu, lass uns jetzt mal eine Woche nicht voneinander hören. Also ich melde mich Sonntag bei dir. Ja. Und weil das aktuelle Thema noch also momentan ansteht, sage ich mal, meinte er nein, er möchte jeden Tag von mir hören oder er steht auch immer bei mir vor der Tür, er weiß, wo er mich findet, er weiß, wo ich nebenbei jobbe. Also dann sagst du oder schickt Leute halt hin, er wird sich selber die Finger nicht schmutzig machen. Das macht mir halt dermaßen Angst, sage ich mal. Hm. Wie, das sagt er so? Er schickt Leute, er will sich die Finger... Das ist, er macht sich selber die Finger in die Schmutze, weil er selber könnte mir nichts antun, sagte er. Also er schickt, wie wollen wir das mal klammern, er schickt Leute, damit du letztendlich zur Abtreibung kommst. Ja, also dass er sich auch sicher ist, dass ich ihm keine Steine in den Weg lege. Und wobei das Thema eigentlich nicht wie ekelhaft. Das ist heftig, ne? Boah, wie ekelhaft, weg mit dem Kerl. Das macht mich auch so ziemlich so, also schon so die Situation, wo ich Sachen nichts mit ihm zu tun habe, aber wo man auch natürlich noch Respekt hat, wenn ich mich bei ihm nicht melde, er weiß, wo ich wohne, er weiß, wo ich hauptmäßig arbeite, er weiß, wo ich nebenbei arbeite, also er weiß im Endeffekt, wo er mich findet, sage ich mal. Mhm. Ja gut, aber die Gefahr besteht ja nur so lange, ich meine, du hast dich ja für diesen Weg auch entschieden. Ja, natürlich, es riecht nur, ich schwank teilweise und teilweise so Gefühlsschwankung, aber bei meinem Job läuft es super halt und was Besseres kann mir nicht passieren, sage ich im Endeffekt. Ich bin super glücklich, da ich arbeite auch gerne. Mhm. Aber es ist halt von dem Kopf noch nicht so 100%ig die Sache klar. Und dann, das merkt er natürlich auch und macht dermaßen Druck. Und von hatten wir halt ein Streitgespräch auch gehabt, also am Telefon. Ja. Und dann sagte er, du hast mich von meiner anderen Seite noch nicht kennengelernt. Ich würde mir niemals die Finger an dir schmutzig machen, weil dazu mag ich dich zu sehr, sagte er. Aber dann wird er andere Leute halt. Wow. Das darf eine Frau nie erfahren halt. Und dann wird es nur Stress geben und dann kann ich für 2 Kinder zahlen. Und das geht nicht. Und das hat mir dermaßen Angst gemacht und mich auch so zurück... erschreckt oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Nee, Katrin, das sollte dich nicht nur erschrecken, das sollte dich fulminant von ihm wegtreiben lassen. Weil das ist unter aller Sau. Da gibt es auch nichts mehr zu erklären, nichts mehr zu entschuldigen. Wenn ein Mann so etwas zu seiner Partnerin sagt, ist der Ofen aus, Schluss. Hast du dich denn in der Schwangerschaftsfrage, hast du dich gut auseinandergesetzt mit oder hast du dich gut beraten lassen? Ja, natürlich, war bei der Beratung auch schon gewesen. Ich habe auch im Endeffekt schon einen Termin, der jetzt am 7. ist und da habe ich auch in der Firma freigenommen, alles Urlaub genommen und er drängt jetzt schon auf nächste Woche, dann macht nächste Woche krank, sagt dann ich so, das mache ich nicht, also so ein Typ bin ich nicht. Also ich mein Job ist mir wichtig und ich habe jetzt am 7. den Termin und am 7. habe ich auch frei auf der Arbeit und dann ist das Wochenende halt. Und jetzt sage ich dir was, solltest du bei deiner... Ich will auch mitkommen, will auch wissen, dass es genau, also wirklich ja. Und es ist also ziemlich... Solltest du bei deiner Entscheidung bleiben? Ja. Du musst die Entscheidung fällen. Ja, das ist richtig. Lass dich bloß nicht hinterher wieder von ihm umgarnen und einfangen. Das könnte ja durchaus sein. Dann ist diese aktuelle Gefahr für ihn gebannt. Ja. Und dann könnte er ja wieder die alte Schiene fahren. Auch die nehme ich ja wieder ein bisschen näher ran. Die ist ganz praktisch. Und die lulle ich schon irgendwie wieder ein. Lass bloß die Hände davon. Das soll dir eine Warnung sein, wie der sich jetzt aufspielt. Man lernt die Leute immer kennen, wenn es ernst wird. Dann lernt man die Menschen kennen in Konfliktsituationen.
Das ist die beste Methode, Menschen kennenzulernen. Weg, weg von dem Typ, weg von dem Typ, weg von dem Typ. Nun weiß ich nicht, ob ich das jetzt sofort beenden soll, mich gar nicht mehr melden soll, oder halt, dass er mit mir den Termin wahrnimmt. Nee, das ist deine Angelegenheit, da muss der gar nicht... Sofort, ich würde sagen sofort. Das Beste, ne? Ja, sofort. Mhm. Und also teilweise habe ich noch Rachegedanken so gespürt oder gespielt, sage ich mal. Nicht Rache, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen blöd an für Frauen. Also Frauen sind halt so, dass ich mich irgendwie, weiß ich nicht, mit seiner Frauenverbindung setze. Nee, lass es alles sein. Was hast du davon? Letztendlich bringt es gar nichts. Und sei froh, wenn du ihn vom Hals hast. Und stoche nicht das Feuer noch an. Das würde ich nicht machen, auf keinen Fall. Nee, ist auch nicht richtig klar, aber einfach nur teilweise so ein Gedanke, wo ich dachte, mein Gott. Ich schluck's runter, weg damit. Wie behandelt er mich und, ne? Ja. Alles Gute von Herzen, Katrin. Super, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Alex, 21, guten Morgen. Hallo. Hallo Alex, eine Frau. Eine Frau, Alex. Ja. Das weiß man bei Alex immer nie so genau. Ja. Alex, du hast angerufen. Ja. Warum? Und zwar geht's, oh Gott, ich bin aufgeregt. Mhm. Und zwar geht's bei mir um eine Angststörung. Um eine Angststörung? Ja. Ja. Angststörung. Also eine Angst. Nur, dass du nennen kannst. Mhm. Welche Angst, was für eine Angst plagt dich? Also mich plagt die Angst, wenn ich jetzt was gegessen habe, mich danach übergeben zu müssen, weil das Essen halt verdorben sein könnte oder ich wäre krank oder irgendwas. Moment, habe ich nicht verstanden. Du isst was? Ja. Du isst ein normales Abendbrot zum Beispiel? Ja. So. Und dann hast du Angst, dich danach übergeben zu müssen? Ja. Weil, das habe ich nicht verstanden. Na, weil es verdorben sein könnte, ach so. Essen oder aus irgendwelchen Gründen halt. Ach so, dass das, was da jetzt in dir ist, dass damit irgendwas nicht stimmt. Ja, oder dass mit mir selbst was nicht stimmt, dass mein Organ was nicht stimmt oder wie auch immer. Ja. Hm. Übergibst du dich denn dann? Kommt das auch schon ab und zu vor? Nee. Es ist immer die Angst, dich übergeben zu müssen. Ja. Und die Angst, ich habe irgendwas zu mir genommen, was vielleicht schädlich ist oder was mich krank macht. Ja. Halt einfach nur, weil ich was gegessen habe. Ja, ist das bei jeder Nahrung, die du zu dir nimmst? Ja. Beim Frühstück schon, beim Stück Kuchen? Ja. Also auch bei Kleinigkeiten, wenn du eine Praline isst oder sowas? Ja. Weniger dann? Na, es ist, wie gesagt, also es war ja schon schlimmer. Und da war ich halt so bestimmt, dass ich nur frühs was gegessen habe. Also dass du was gegessen hast? Frühs nur, also... Frühs? Mhm. Ja, frühs, das war um 10. Also ich habe mir da wirklich einen Plan gemacht, um 10 musst du was essen. Mhm. Und dass ich das halt den ganzen Tag über lang dann verdaut. Ach so, das hat zur Folge? Das hat zur Folge? Wenn das abends oder so nicht passieren kann, oder es war halt irgendwie ganz kompliziert. Das heißt das, dass du eine sehr dünne Frau bist? Weil du eigentlich wenig... Eigentlich, ja. Ja, weil du sehr wenig isst? Naja, jetzt nicht mehr so. Also jetzt versuche ich schon so im Griff zu kriegen. Nach meiner Therapie habe ich dann schon versucht. Ah ja, wie lange hast du diese Ängste? Wie lange plagt dich diese, ich nenne es mal eine Krankheit, das ist ja irgendeine Form der Angsterkrankung. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Angefangen hat es eigentlich im Sommer 2001. Ah ja, einfach so oder war da was? Nee, da war was. Was war da? Also ich nenne es Schlüsselerlebnis. Also wir waren zelten, mit Freunden halt. Und so letzte Abend was getrunken und so. Und eine Freundin von mir musste sich halt übergeben. Ja. Und es hat mich in dem Moment jetzt nicht so berührt. Mhm. Aber dann später, wo wir dann im Zelt lagen und am Schlafen waren eigentlich, habe ich mir das dann nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich dann reingesteigert und es wurde dann immer schlimmer und ich habe dann richtig Beklemmungsgefühle gekriegt und Panik und musste dann raus aus dem Zelt und bin einfach die ganze halbe Nacht noch gelaufen, spazieren gewesen, wie auch immer. So fing es an, weil du es da gesehen hast und da hat sich das... gesehen, also ich habe dann weggeguckt. Also erlebt, ja klar, aber mitbekommen hast irgendwie so. Ja, ich habe schon mitbekommen. Hast du gerade gesagt, dass du in einer Therapie warst schon? Ja. Ja, wie lange? 3 Monate stationär. Stationär sogar? Mhm. Ja. Und dadurch ist es jetzt ein bisschen besser geworden, dein Verhalten? Na, ich würde nicht behaupten dadurch, weil ich hatte nach der stationären Behandlung, also die habe ich dann abgebrochen nach 3 Monaten und musste dann, musste, aber das war meine Empfehlung, dass ich halt ambulant noch einen Therapeuten suche, zu dem ich dann hingehe und halt wöchentlich Gespräche führe. Ja. Ja, und halt jetzt
in stationär, würde ich mal behaupten, haben die das alles missverstanden oder ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt, ich weiß es nicht. Ach so, die haben das missverstanden bei dir? Ich nehme es an, weil die haben, also die sind dann davon ausgegangen, ich wäre makrosüchtig, also die haben mir dann die Schränke durchsucht nach Abführmitteln und was weiß ich nicht alles. Also es war alles nur ein Missverständnis. Aber es gab ja Gespräche mit den Ärzten und mit den Therapeuten. Ja, ja. Hast du denen, du hast es mir jetzt in ein paar Minuten ganz klar erklärt. Hast du es denen nicht so klar erklärt? Oder haben die gar nicht gefragt richtig? Oder? Na, ich habe es schon so versucht zu erklären, aber ich meine, es hat mich, also es war gerade so eine schwierige Zeit. So. Mhm. Also das war einfach nur Chaos irgendwie. Mhm. Ich war nicht mehr ich selbst und da war es halt schwierig, dann auch noch irgendwo jemandem was zu erklären. Das heißt, wenn man Alex, das selbst nicht versteht. So. Ja, ja. Und man hat dann vielleicht auch Angst, sich da so zu öffnen und allerlei Dinge können da zusammenkommen. Heißt das im Klartext, dass du diese 3 Monate stationär eigentlich falsch behandelt worden bist? Würde ich mal so behaupten, ja, weil das ist natürlich ärgerlich, dabei ne? Raus, ich wäre magosüchtig. Und Weil bei dir ist es ja ein ganz, ganz anderes Krankheitsbild, das du da zeichnest, als eine normale, magersüchtige Frau. Normal, ja, ich meine, das war dann auch so in einem Gespräch, meine dann eine Therapeutin zu mir, sie käme nicht mehr weiter mit mir, hat mich dann irgendwelche Tests machen lassen und meinte dann, ja, was möchte mal wissen, was in deinem Kopf vorgeht, da müssen noch nur Zahlen und halt von Kalorien her und so. Ich sage, nee, ist nicht so. Wie sieht es denn jetzt ganz aktuell aus? Heute zum Beispiel, also der vergangene Tag. Wie viele Mahlzeiten hast du zu dir genommen? Also momentan ist es so, es ist phasenweise. Also heute ging es, ich habe heute zum Beispiel Frühstück und Brot, schnell Brot gegessen. Dann halt Mittag ein bisschen was, also Kartoffeln und so, ein bisschen Schnitzel. Ja, und Abendbrot auch. Eine Pizza. Aber eine Pizza, wenn man so den Magen ganz voll mit Pizza hat, so eine fette Pizza gegessen hat, da muss das doch für dich sehr schlimm sein, ne? Dass du ständig denkst, oh Gott, was ist jetzt da in mir drin und ich muss mich übergeben. Ja, ich sage ja, das ist phasenweise, also so schlimm, wie es jetzt vor, sagen wir mal, 2 Jahren war, ist es nicht mehr. Also, dass ich dann wirklich da saß und, oh Gott, was, also, so viel hätte ich dann nie essen können auf einmal. Also, wir halten nochmal fest, es geht bei dir nicht darum, dass du unbedingt sehr dünn sein möchtest. Nee. Du hast auch keine Angst, dass du ein bisschen dicker bist. Nö. Also normal. Würde mich nicht stören, wenn ich mal wieder zunehmen würde. Ja. Das ist also eine ganz klare Sache, die, so wie du es gerade beschrieben hast, dass du Angst hast und so weiter, dich erbrechen zu müssen. Darum geht es, ne? Ja, wie, ja. Wie ist es bei Getränken? Machen Getränke dir auch Angst? Also ein Beispiel gibt es da zum Beispiel, bevor dieses Schlüsselerlebnis war, habe ich halt ausgiebig mein Leben genossen. Ich habe alles gegessen, ich habe Alkohol getrunken, ich habe alles gemacht. So, dann war dieses Schlüsselerlebnis und da ging es dann langsam an, dass ich das aufgebaut hat. Bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann der Meinung war, ich müsste mich jetzt entgiften, weil ich halt... Also ausgebaut heißt ja, du hast noch mehr Alkohol getrunken oder noch weniger Alkohol? Nee, weniger. Also ist alles reduziert. Die Angst hat sich aufgebaut. Verstehe. Also die Lebensqualität ist seit diesem Schlüsselerlebnis 2001 ist rapide gesunken. Ja, ja. Weil also du einen Fokus hast, einen Blick nur auf das, was du isst und wie komme ich damit klar und so weiter. Also wie gesagt, also auf die Getränke nochmal zu kommen, ich habe dann nur noch stilles Wasser getrunken und... ab und zu mal, also na, was heißt ab und zu eigentlich immer fast 2 Liter dieser Magentee, da gibt es irgendwie Kamillentee. Ja. Ohne Zucker. Bist du denn im Moment in einer Station, in einer ambulanten Behandlung? Nee. So Alex, meine Auffassung ist ganz klar, du musst unbedingt einen guten Psychologen finden. Unbedingt. Und der muss das richtig erklärt bekommen, wie du es mir gerade auch erklärt hast. Da musst du dir Hilfe suchen, ganz, ganz klar, ganz eindeutig. Das ist so ein Spezialproblem, was du da hast. Da musst du das ist ja das Problem an der Sache, weil es ein Spezialproblem das ist. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der da irgendwie, ich weiß es nicht. Doch, ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die das können, aber die muss man suchen. Das ist schon schwierig. Ich könnte dir anbieten, im kleinen Rahmen dessen, was wir hier leisten in der Nacht, dass wir dir ein bisschen helfen bei der Suche für dieses Problem. Vielleicht sogar hat der ein oder andere, ich habe das so in der Form noch nie gehört, wie du es gerade geschildert hast. Ja, ich habe es auch noch nie gehört. Ja, vielleicht haben wir Zuschauer oder Zuhörer, die das auch so haben. Die könnten sich ja bei uns melden per Mail
Und wir könnten ja einen Kontakt herstellen. Ja. Das wäre auch nicht schlecht. Dann könnte man da auch Erfahrungen austauschen. Mhm. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und dann ruft dich mein Psychologe zurück. Und wir wollen mal gucken und er soll mal nachsehen, ob wir dir da ein bisschen behilflich sein können, welche psychologische Richtung, welche Psychologe und so weiter da für dich ganz gut wäre und hilfreich wäre. Okay. Ja? Danke. Und wenn sich bei uns Leute melden, verspreche ich dir, stellen wir den Kontakt her. Okay, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 17 Jahre ist sie alt, die nächste Anruferin. Und sie heißt Stefanie. Hallo. Hallo. Hallo, Stefanie. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin vor 3 Tagen aus dem Krankenhaus gekommen, weil ich hatte zu viele Tabletten genommen. Das heißt, du wolltest eigentlich nicht mehr leben? Ja. Hm. Wie lange warst du im Krankenhaus? Nicht lange. Also ich weiß nicht genau, was ich genommen habe. Es war auf jeden Fall anscheinend nicht schlimm genug. Ich bin nur 2 Nächte da geblieben. Mhm. Was ist denn vorher weg passiert, dass du so am Ende warst und so traurig warst und so verzweifelt warst, dass du das gemacht hast? Ja, ich weiß es gar nicht. Eigentlich so direkt davor gar nicht. Meine Mutter ist gerade aus der Psychiatrie gekommen. Mhm. Und ja, meine Schwester, die war bei uns zu Besuch. Ich wohne bei meinem Vater. Und die hat sich hier die Arme die ganze Zeit aufgeschlitzt und so. Also ihr lebt getrennt? Du lebst nicht mit der Mutter vorher, du hast nicht mit der Mutter vorher zusammengelebt, die in der Psychiatrie war? Nein. Du lebst bei deinem Vater? Mhm. Ihr lebt, deine Schwester auch, lebt bei dem Vater? Nee, meine Schwester wohnt eigentlich bei meiner Mutter. Die lebt nur, wenn meine Mutter mal wieder in der Klinik ist bei uns. Also die Mutter ist auch sehr angeschlagen und hat auch große psychische Probleme. Ja. Mhm. So, dann hast du da schon mitbekommen, dass da auch mit der Schwester einiges nicht in Ordnung war? Ja, die war auch letztes Jahr 3 Monate oder so ein bisschen länger sogar auch stationär in Behandlung. Mhm. Ja, zu der Zeit habe ich noch im SOS Kinderdorf gewohnt. Mhm. Und ja, da bin ich jetzt rausgeflogen. Das war für mich dann auch nochmal ganz schön heftig. Warum hast du da gewohnt und nicht bei deinem Vater? Ja, ich bin von einer Pflegefamilie aus, das war immer weiter, weil mit 12 bin ich zu meiner Tante gezogen, aha, weil meine Mutter das erste Mal in der Klinik war. Mhm. Aber die Wohnung war da zu klein, da haben wir zu dritt in einem Zimmer geschlafen. Mhm. Dann bin ich zu einer Pflegefamilie gekommen, aber die Mutter hatte Multiple Sklerose, mhm, und der kleine Sohn ist auch schwer krank, und dann bin ich von da ins SOS Kinderdorf. Dann hast du aber schon eine ganze Menge mitgemacht, Stefanie. Mhm. Das kann man immer sagen. Dann im SOS Kinderdorf und dann wieder zurück zum Vater. Ja. Mhm. Und da hast du irgendwann keine Kraft mehr gehabt? Nee, vor allen Dingen, ich bin da vom Kinderdorf und von meiner Pflegefamilie aus auf die Waldorfschule gegangen. Mhm. Und jetzt kriege ich hier keinen Schulplatz mehr, weil die ganzen Schulen sagen, von der Waldorfschule nehmen wir keinen. Mhm. Und die Waldorfschule hier in der Nähe, die melden sich einfach nicht, und jetzt habe ich auch keinen Schulplatz mehr. Und ja, also Probleme über Probleme. Ja. Und da war so ein Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ich nehme jetzt die Dinge ein und ich bin weg, und dann ist alles in Anführungszeichen gut. Ja, ich habe das mit den Tabletten gar nicht wirklich mitgekriegt. Ich bin irgendwie im Krankenhaus aufgewacht. Mhm. Wie denkst du jetzt darüber, dass du was gemacht hast? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es albern. Mhm. Aber ich weiß nicht. Es ist jetzt auch schon das dritte Mal gewesen. Ach so, das dritte Mal schon. Ja. Mhm. Also albern finde ich es nicht. Ich finde es schlimm, dass es so weit gekommen ist. Aber ich kann auch schon verstehen, dass du in so einer Not bist. Und dass man gerade, wenn man erst 17 Jahre alt ist, dass man da irgendwann das Gefühl hat, man hat keine Kraft mehr. Das rechtfertigt das natürlich nicht, aber man kann es schon nachvollziehen, wenn man dich jetzt so sprechen hört. Aber wenn du sagst, es ist albern, hat das auch einen guten Inhalt, finde ich. Das heißt ja eigentlich, dass du eigentlich nach vorne gucken möchtest, ne? Und eigentlich möchtest du die Probleme gelöst sehen. Ja. Und möchtest irgendwie ein Leben finden, das nicht so belastend ist und nicht so kompliziert, sondern wo du ein bisschen zur Ruhe kommst und auch vielleicht an dem bauen kannst, was du gerne mal später machen möchtest. Mhm. Was ist dein Wunsch für später, dein Traum? Beruflich. Zum Beispiel, ja. Ja, also ich will auf jeden Fall zum NDR. Zum NDR?
Ja, aha. Also zum Rundfunk, weil meine Tante hier in Hamburg da arbeitet und da will ich auch hin. Und was möchtest du da machen? Ja, Senderassistentin. Senderassistentin? Rundfunk. Ah ja, ist schon klares Berufsziel. Hast du schon erkundigt, was man da haben muss? Muss man da Abitur haben? Muss man da eine Lehre machen? Oder? Also, ja, man braucht auf jeden Fall, um da einen Ausbildungsplatz zu kriegen, einen sehr guten Realschulabschluss. Ja. Und jetzt ohne Schule und so. Und das, ja, und ich kriege auch von meinem Vater irgendwie da keine Unterstützung schulisch. Ja. Und die Situation bei dem Vater ist also auch nicht so dolle, da in der Wohnung jetzt, wo du bist. Nee. Eigentlich nicht. Nee, mein Vater findet das, glaube ich, ganz gut so, wenn ich zu Hause bin, weil ich habe auch noch einen kleineren Bruder, der wohnt auch hier. Kannst du dich kümmern? Ja, genau. Mhm. Sag mir doch nochmal kurz, warum du aus dem SOS-Kinderdorf rausgehen musstest. Ja, das war, ich hatte da einen Freund, meinen ersten wirklich festen Freund, und es war so, dass wir nachts immer die Mädchen im Neubau, die Jungs im Altbau schlafen mussten, und das hat irgendwie niemanden da wirklich interessiert, und ich habe halt auch immer bei ihm geschlafen, und dann irgendwann habe ich mich mit der Chefin angelegt. Mhm. Die hat dann versucht, mich da gewaltsam aus seinem Zimmer rauszukriegen. Mhm. Dabei hat sie mir zwei Rippen angebrochen und dann bin ich da weg. Ach so, also da gab es Konflikte und Ärger und Nervereien und so weiter. Du bist 17 Jahre alt, ich weiß nicht genau, wie die Situation ist. Dein Wunsch wäre, also ich könnte mir vorstellen, dass es dir am liebsten wäre, wenn du vielleicht irgendwo irgendwie alleine wohnen könntest. Ja. Ne? Da gibt es ja so verschiedene Modelle von den Jugendämtern. Hast du dich da schon mal schlau gemacht? Ja, ich bin zu meiner Beraterin hier vom Jugendamt gegangen. Ja. Aber die hat irgendwie gesagt, sie unterstützt, also ich kriege vom Jugendamt, brauche ich keine Unterstützung mehr zu erwarten, weil ich das in der WG nicht geklappt hat und so. Mhm. Also die unterstützen mich da gar nicht vom Jugendamt, und das ist hier auch so ein kleiner Ort, da sind nur zwei im Jugendamt, die sich da um was weiß ich wie viele kümmern, und die Frau kümmert sich halt um gar nichts. Ja. Gibt es denn eine größere Stadt in der Nähe? Ja, Hamburg. Also. Hamburg, ja, genau, hast du gerade gesagt. Also jetzt müsstest du eigentlich jemanden haben an deiner Seite. Am besten wäre es jemand aus dem Jugendamt, irgendeinem Jugendamt, der sich richtig um dich kümmert. Mhm. Ja? Der dir so ein bisschen unter die Arme greift. Und eigentlich hättest du auch gar nichts dagegen, wenn du nach Hamburg ziehen würdest. Nee. Das ist jetzt so ein formales Problem. Da kann ich ja natürlich jetzt erstmal spontan gar nicht weiterhelfen. Ich biete dir aber an, in einem Telefonat jetzt nach unserem Gespräch, dass wir da mal ein bisschen beratschlagen mit dir, ob wir da dir ein bisschen helfen können oder dir ein paar Tipps geben können. Mhm. Wann wirst du 18 Jahre alt? Im Juli. Im Juli? Mhm. Das ist ja auch nicht mehr lange hin. Nee. Dann bist du eine erwachsene junge Frau. Kannst du eigentlich tun und lassen, was du willst. Ist auch eine tolle Chance, ne? Ja. Du sagst das so zurückhaltend. Ja, ich weiß, ich habe immer Angst, dass dann die Probleme noch mehr werden irgendwie. Mhm. Ja, andererseits bist du dann für dich verantwortlich und du kannst bestimmen, wie du lebst. Das ist ja auch schon mal viel wert. Da quatscht dir kein anderer rein und dann sagst du, das ist mein Leben und das mache ich jetzt so. Mhm. Also, habe ich das richtig verstanden? Ganz wichtig ist jetzt für dich erstmal, dass du ordentlich wohnst, dass es irgendwie finanziell abgesichert ist und dass du auch wieder zur Schule gehen kannst, ne? Ja. Um eben den besagten Realschulabschluss zu bekommen. Mhm. Ja. So, da bin ich jetzt hier in dem Rahmen der Sendung und während der Sendezeit ja völlig überfordert, das zu lösen. Aber wir versuchen das mal. Okay. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir und bekakeln das mal. Mhm, danke okay? Schön. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Katrin, 22, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Katrin. Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe mich ungefähr vor einem Monat in einen verheirateten Mann verliebt. Ach, ihr mit den verheirateten Männern. Ja, genau. Gibt es ja nicht genug unverheiratete Männer? Ja, und doch. Aber es musste nur gerade der sein, ich verstehe. Ja, also ich habe ihn auch im Internet kennengelernt. Ja. Und ja, ich weiß nicht, wir haben lange zusammen geschattet und er hat mir erzählt, dass er verheiratet ist, zwei Kinder hat. Und dass die Ehe wohl schon etwas länger nicht mehr läuft. Also er hat gleich mit offenen Karten gespielt? Ja, genau. Mhm. Wie alt ist er? Der wird jetzt 31. Ja? Ja.
So, und der Stand der Dinge jetzt, also im Internet kennengelernt? Ja, der Stand, also er hat mir auch nach 3 Wochen direkt gesagt, dass er mich liebt. Das fand ich auch schon so komisch. Das finde ich auch ziemlich albern, muss ich sagen. Ja, also da habe ich schon... Hattet ihr euch überhaupt da schon gesehen? Wir haben uns dann schon mal getroffen, ja. Also, jetzt auch schon mehrmals. Nee, ich meine, als er das gesagt hat, hier, ich liebe dich, hattet ihr euch da schon gesehen? Nein, da noch nicht. Also nur über Internet? Ja, ja. Über Internet kann man nicht sagen, ich liebe dich, sage ich jetzt hier. Das ist völliger Unsinn. Das ist mir schon klar. Ja, und? Aber das eigentliche Problem ist eigentlich auch, dass er sich trennen wollte und auch schon kurz da so weit war. Mhm. Aber dann war er beim Anwalt wegen Scheidung und wie viel er kriegt oder die Kinder oder seine Frau. Ja. Und jetzt ist das Problem, er muss einen Ehevertrag machen, irgendwie wegen dem Vermögen. Ja. Und das muss 3 Monate also in der Ehe laufen, sonst ist das irgendwie rechtswidrig. Ja. Und das kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Ja. Und ich weiß nicht, ob das alles so glaubwürdig ist. Weiß ich jetzt juristisch auch nicht, ob das alles so richtig ist. Lass uns mal über den Typen ein bisschen reden. Also ihr habt euch das einige Male schon gesehen. Ja. Er wohnt also auch in deiner Umgebung, oder? Ja, eine Stunde ungefähr. Eine Stunde, weg, ja. Er hat 2 Kinder, sagst du? Ja. Wie alt sind die? Einmal 4 und 7, 8, ja. Ja. Wie ist es denn so, wenn du ihn triffst? Eigentlich ganz normal. Also wir reden auch darüber, über seine Frau und wie das weitergehen soll, ja. Wie soll es denn mit euch beiden weitergehen? Wie stellt er sich das denn vor? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt 3 Monate auf ihn warten kann. Ich weiß es nicht. Was heißt das denn, 3 Monate? Ihr macht das, das läuft ja jetzt eh schon heimlich, ne? Ja, ja, natürlich. Dann könnte es doch noch weiter 3 Monate heimlich laufen. Ja schon, aber ich will ihn irgendwie auch für mich haben. Ich will ihn nicht teilen müssen. Ja, aber du teilst ihn ja nicht. Die werden doch wahrscheinlich gar nichts mehr miteinander haben. Das weiß ich nicht. Das kann ich ja nicht überprüfen. Mhm. Also dein Problem ist, ich will den jetzt und sofort. Oder ja, wie? Das ist es. Und ich weiß nicht, ob er das noch mit mehreren Mädels macht. Und ich weiß nicht, ob er es ernst meint. Das kann ja, ne? Mhm. Gut, aber das würdest du auch nicht wissen, wenn er jetzt... direkt zur Stelle wäre, wüsstest du auch noch nicht, ob er wirklich ernst meint, ob da nicht noch was anderes läuft. Ja. Du bist verliebt in den Mann. Ja, doch schon, muss ich sagen. Obwohl du auch gerade mir zugestimmt hast oder selbst gesagt hast, dass dir das ein bisschen komisch vorkam, dass der sagt, er liebt dich, ohne dich gesehen zu haben vorher. Wir hatten uns gesehen, aber ja, wie soll ich das sagen? Er schreibt es auch oft übers Internet und hat es mir selber auch ins Gesicht gesagt, dass er mich liebt. Ja. Also Katrin, ich würde die ganze Sache erstmal in aller Ruhe angehen lassen. Es ist erst 1 Monat her. Das Ganze läuft erst 1 Monat. Es ist alles ein bisschen seltsam, durchblickt man vielleicht nicht so. Ja. Aber an deiner Stelle jetzt auch, du musst jetzt nicht gleich sofort alles haben, du musst nicht ihn gleich heiraten und jetzt für alle Zeiten die Ehe besiegeln. Nee. Lass es mal langsam angehen. Ja, weil meine Familie sagt ja auch, ich soll die Finger von dem lassen, weil er verheiratet ist. Na gut, wo die Liebe hinfällt. Ja. Wenn er sich trennen will, dann wäre das ja, würde euch ja auch ein Weg geöffnet. Natürlich. Aber lass dir Zeit, lass euch Zeit. Guck dir den Typ in aller Ruhe an. Mhm. Und wenn du in einem halben und dreiviertel Jahr dich noch näher an ihn ran begibst, dann ist es immer noch früh genug. Ja, aber was ist denn, wenn ich 3 Monate umsonst gewartet habe, wenn ich dann im Arsch tritt? Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Man gibt, es gibt nie Garantien in der Liebe. Mhm. Es gibt nie für verbindliche Sachen. Es ist alles immer mit Risiko verbunden. Ja, das stimmt. Ne, und wenn du ihn jetzt einigermaßen toll findest, dann gib ihm und dir die Chance und vielleicht kommt dir was Gutes dabei rum. Wer weiß. Ja, hoffentlich. Alles Gute. Okay, danke dir. Tschüss. Ja, ciao. In der Technik heute Nacht Gunnel Blendin. Morgen heißt unser Thema schockierende Entdeckungen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und wie immer schon mailen natürlich unter domian@wdr.de. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, schockierende Entdeckung. Macht's gut, gute Nacht, tschüss. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Italien bleibt in der Irak-Politik an der Seite der USA. Nach einem Gespräch mit der